Vielleicht kriegt Markus ihn ja platt. Aber wir sollten mal uns nicht gegenseitig her versuchen zu helfen. Vielleicht klappt das ja auch. Weil er kommt ja meistens immer in der Nähe bei denen, der schon gestorben ist. Aber die siehst du ja auch mal nur ganz, ganz kurz auf der Karte, ne? Wenn überhaupt. Könnt ihr gleich respawnen? Ja, 120 Sekunden habe ich noch. List. Ja. Wo nicht. Muss ich doch noch einmal versuchen oder was machen wir? Naja, es ist schon 5:30, also. Ja, genau. So, was 5:30? Ja, wir haben 5:30, das weiß ich. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt noch ein, zwei Missionchen. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Break. Ich würde eher sagen, wir machen jetzt was anderes. Ja, das war auch jetzt tatsächlich. Offiziell ist das tatsächlich ein Story-Einsatz. Aber das machen wir jetzt nicht. Was haben wir hier? Reichen Sie die Position des Signals. Das ist ein Rainbow Six Siege Event da unten. Unten drunter. Ja, und es gibt auch einen Sam Fisher, also ein Splinter Cell Event irgendwo. Fabi, bin ich nicht, das ist. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Warte mal, La Plaga. Das war, glaube ich, der Anschluss an der Mission, die wir zuletzt gemacht haben. Schalten Sie La Plaga aus, bevor er entkommt. Ja, okay, das ist. Wir hier großzügig außen rumlaufen. Die Mission ist gerade deaktiviert, ja. Ja, aber die Frage ist, der brüllt ja zwischendurch noch. Weiß ich nicht, okay, ich war in der. Na gut, dann machen wir mal einen kleinen Abstand von diesem Event hier. Und dann geht's mal weiter mit der Hauptstory überhaupt. Da unten ist alles rot. Erstmal wieder zu einer Straße zurückfinden. Ja, oder wir nehmen uns hier ein Boot. Ja, die müssen aber jetzt mal die Gegner ausschalten, liebe Leute. So, Boote wären soweit. Gut. Ich komme weiter. Ja, da haben auch einige geschrieben, tatsächlich, wo ich gerade das Predator-Ding durchgelesen habe, das zum Fischer ist schwieriger. Kann ich hier. Macht ja Hoffnung. Ja, ich wollte. Kann leider nicht rüberrutschen. Nee, alles gut, passt. Jetzt. Ich muss aber mir persönlich einen Freien verzucken. So, und jetzt einfach nur mit Highspeed hier durch. Ja. Oh. Okay. Mann! Die Lenkung von dem Teil ist ja mal unterirdisch, ist ja unfassbar. So,
Hier vorne ist eine Straße, da kriegen wir bestimmt ein Auto. So. Gucken wir mal. Hoffe ich doch mal, oder? Konnte man nicht auch Fahrzeuge. Genau, Fahrzeugabwurf geht auch. Ja, du kannst ja mal die. Gleiche. Gleiche Dings. So, hier. So geht's auch. Ja, hast du nicht was im Kofferraum nehmen können? Jetzt kommt gerade ein Auto, ne? Ja. Eben war noch nichts zu sehen hier. Und wird wahrscheinlich eh nur noch drauf hinauslaufen, dass wir schon jetzt noch diese eine Mission, vielleicht auch noch eine andere machen. Also wenn wir um 6 Uhr. Ja gut, hat sie. Wir machen, wollen wir mal Feier machen? In der Stunde, ne? Ja, dann haben wir noch ein bisschen. Ja, halb 7. Spätestens. Ja, das kriegen wir hin. Weil ich habe dann auch Essen bestellt für 6:30. Ich krieg heute Abend noch gekocht. Was gibt's denn Leckeres? Ah, ich habe einfach ein bisschen was bestellt, so ein bisschen Auflauf, meine Freundin Chili con Carne und so. Meine Freundin kocht mir heute Abend Schweinemedaillons mit Reis. Also dich in Stückchen geschnitten oder was? Haha. Bei dir wär's ja wohl ja Rindviech, ne? Hä? Ich kann mich noch nie entscheiden, was ich heute esse. Besser Schwein essen als Schwein haben. So. Mal raus aus dem Dschungel, wieder raus, rauf auf die Straße. Ja, konnte langsam mal hell werden und aufhören zu riechen, finde ich. Mhm. Wir sind schon wieder verdächtig. Nachtsichtgerät ist zwar an sich geil, aber wenn dir die Autos mit dem Scheinwerfer entgegenkommen, siehst du nichts mehr. Ey, das ist blöd, ne? Ich kenne die Nachtsichtgeräte eigentlich auch. Zum Beispiel, ja, kennst du ja GTA, glaube ich, die letzte, ist das letzte heißt? Oder vorletzte heißt, wo du die dieses Versuchslabor stürmen musst? Mhm. Da läufst du ja auch mit den Dingern durch die Gegend. Oder, doch. Nur die, ne? In der Leichenhalle bist du ja nicht in der Story. Wobei ich die Story bei GTA sehr geil fand. Muss ich sagen. Die habe ich auch komplett auf, ja, fast 100% bei mir auf dem Kanal. Genauso wie GTA 3, Vice City. Das war doch Kult. Wobei es soll ja gerüchteweise nächstes Jahr GTA 6 kommen. Gerüchteweise Ende 21. Ach, ich freue mich jetzt erstmal auf das Remake von Tony Hawk Skater. Also da bin ich nie mehr, habe ich nie gespielt, ein Kumpel von mir, also mein bester Freund hat das immer gespielt. Doch, PlayStation 1, ich habe das wirklich gesuchtet. Und das Beste ist irgendwie, drei oder vier Tage bevor die Meldung kam, dass sie da jetzt ein Remake rausbringen, hatte ich zu meinem besten Freund noch gesagt, hier, das ist, dieses Spiel habe ich geliebt, das müssten, das, also das hätte ich eigentlich gerne für die PS4 und 4 Tage später kommt das dann. Okay. Hallo, da bin ich, Janina. Da hoffe ich natürlich auf andere Spiele, dass sie die mal remaken sollen. Ja, ich bin ein Freak, aber ich hätte gern die Remakes von... Jetzt kommt. Den ersten Pokémon-Edition. Was ist passiert? Ja. Okay. Keine Ahnung. Zeit abgelaufen? Was ist Zeit? Zeit? Was? Ah, ich habe da so eine Vermutung. Event? Was von dem Event, oder was? Ja. Sowas haben Dirk und ich schon mal gehabt. Dann haben wir irgendwie eine Mission gesagt, die machen wir nicht mehr. Und ständig kam da Mission fehlgeschlagen, obwohl wir die gar nicht mehr gemacht haben. Theoretisch müssen wir so... Ah ja gut, ich habe das blöde Gefühl, dass wir jetzt genau wieder in der Ecke spawnen. Das vermute ich auch. Wir zwingen sie jetzt nicht zu machen, ne? Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Kein Problem. Aber so, ja, du kannst belohnen. Nee, wir sind in der Nähe von der Straße gespawnt. Ich kenne den Mann. Verarschen Sie ihn nicht. Sonst verdienen Sie
hat er sie mit ihrer eigenen Leber. Ich stelle jetzt durch. Leute, passt auf, da ist wieder ein Schützpunkt von der Unidad. Oh, ich glaube gar nicht da. Wir müssen eh außen rum. Wir müssen aber nicht auf den, auf den Schutzpunkt, oder? Nein. Ich höre sie gut. Laut und deutlich. Warten wir mal kurz auf die beiden Mädels. Aber von was ist denn jetzt bitte die Zeit abgelaufen? Ich vermute, dass das Event war. Guck mal da, Sam Fischer. Wir kümmern uns drum. Ich brauche jemanden, dem er Rückendeckung gibt. Ja, das ist das nächste Event. Alles klar. Hier, Markus, du fährst. Ja. Danke. Zack. Vorbei. Verstanden. Das ist eine Tarnmission. Genau. Match oder Ende. Wie es aussieht, spielen wir Aufpasser für Sam Fischer. Einsatz fehlgeschlagen. Also Splinter Cell, muss ich sagen, steinigt mich, aber ich hab's nie gespielt. Ich hab's geliebt, Splinter Cell. Ein Kumpel von mir, der zu Paladin 9 Security gegangen ist, hat mit Fischer ja. In Südamerika zusammengearbeitet. Ich hab, ich weiß es gar nicht, ich hab absolut zuverlässig. Aber ein Splinter Cell mal auf dem PC gespielt. Ich schätze, er hat einiges durch. Okay. Das fand ich auch ganz gut. Als Kind hat er die Eltern aber verloren. Ich hab keine Ahnung mehr, wer es war. Oder welches es war. Er wurde angeschossen, abgestochen, gefoltert. Der Bastard ist nicht tot zu kriegen, wie Rasputin oder so. Man muss schon verdammt stark sein, um nach so viel Scheiß bei der Stange zu bleiben. Fischer hat jahrzehntelang Seite an Seite mit dem Tod gelebt. Das ist echt hart. Manchmal denke ich über das Böse nach, das wir zum Wohl unseres Landes tun. Ich hätte ja gern früher mal Halo gerne gespielt, aber es war ja leider mal nur für die Xbox. Beziehungsweise von PC erhältlich. Ich würde es wieder tun. Frage. Aber ich weiß nicht, ob ich so weit gehe. Ich weiß gar nicht, meine erste Shooter-Erfahrung war, glaube ich, damals Counter-Strike. Okay. Bei LAN-Partys und so. Hallo? Immer LAN-Partys gezockt, bis morgens 6 Uhr, 7 Uhr. Abends um 8 angefangen und dann 6, 7 Uhr drüber morgens durchgezockt. Entdeckt. Ja, da stand einer vorne am Dings, habe ich nicht gesehen. Da ist sein Haus, La Plaga de Lapon. Wenn wir ihn jetzt umlegen, müssen wir nicht nochmal ran. Macht schnell, aber überstürzt nicht. Die Drohne ist oben. Das war doch richtig. Drohne fliegt. Setze Drohne ein. Setze Drohne ab. Den einen oben auf der Brücke habe ich. Hm, das ist doch ein Heli. Schau dir alle im Haus. Die werden aber drin sein, ne? Warte mal, ich habe Besuch vom Rücken. Was jetzt los? Glück gehabt. Da sind jetzt welche ins Rücken gefallen, zwei Leute. Ich hab's aber beide, alles gut. Jetzt sind wir eh gejagt, wa? Klunk. Die Frage ist ja rechts, nee, innen. Das ist bestimmt im Haus. Da drin, ne? Ja, ich vermute, dass der drin ist. Mhm. Ich geh jetzt mal früh, ich nehme mal den Haupteingang, wa? Nein, nein, der links auf jeden Fall ist vorm Heli. Da sind ein paar. Die sind alle innen, ne? Davon, wo kommt denn der? So. Oh, was ist das? Gras? Ja. Riecht für mich eher nach Crack. Sagt, was ihr wollt, aber La Plaga weiß, wie man eine Abschiedsparty schmeißt.
kamen gerade zwei die Treppe hoch. Zwei habe ich weg. Ja, genau, sie muss erstmal nachladen hier. Scheiße! Da kam, muss ich die Waffe wechseln müssen. Hier oben ist noch einer, mindestens drin. Ja, ja, hier ist noch ein paar. Da. Ja, einfach eine Treppe habe ich mitgenommen. Da ist einer mit der Minigun, ne? Bei dir, Markus, kann das sein? Mhm. Oh, der rennt gerade runter, ne? Mhm. Ist gerannt. Danke. Oh, wolltest du mich verbluten lassen? Das ist denn hier der Minigun-Typ? Okay, warte mal. Geh mal runter. Da ist er. Jetzt gleich tot. Ach, das war ja wieder das, ne? Das war ja wieder total professionell. Ich gehe jetzt mal runter. Wir rennen erstmal mir vorbei. Da bin ich ganz überrascht. Das ist ein schönes Souvenir. So. Ich gehe eine Runde in den Pool. Na ja klar, du gehst schwimmen und ne, lässt die anderen arbeiten, ne? Ja. Danke. Jetzt hast du genügend an die Arbeit. Hier ist aber irgendwo noch was rot. Ich sehe es noch nicht wo. Ist der Typ schon tot eigentlich? Das wird oben runter sein. Ich glaube nicht, nein. Tango getötet. Ich sehe La Plaga. Holen wir uns. Was ist denn der? Der wird weg. Ich fahre. Scheiße. Der Wichser entkommt Markus uns nicht, habt ihr gehört? Ich bin mit Horat hinterher. Schnapp Video, Markus. Ist einfacher gesagt als getan hier mit dem Ding. Ja. Die Dinger haben nämlich extremst Untersteuern. Oh, Alter. Da sind richtige Flugtunnel gewesen. Aber hier irgendwie den Weg nach oben gibt's ja auch nicht, ne? Gib auf, La Plaga. Du kannst nirgendwo hin. Kann das sein? Ach ja, komm. Wir rennen mal den Tunnel entlang. Mist. Aber wie lang ist denn dieser scheiß Tunnel? Ja, am Ende sind ganz viele Gegner, passt auf. Er ist aber mittendrin hier. What the fuck, wo muss ich denn lang? Wow. Ich hab ihn erwischt. Wiederhole. Oh, ihr seid tot. Nur eine Frage cool. der Zeit, bis El Mudo rausfindet, dass sein Bruder tot ist. Bringen wir die Nachricht und persönlich. Na gut. Mensch hier. Sind wir schon müde? Die ganze Zeit schon müde. Minigun, ne? Minigun. Hat aber gleich die Arschkarte hier. Die dauert doch nicht so lange, ne? Mit den Warten, logischerweise. So, dann schon schon Zeit. Das ist bestimmt bei dem Event mit Absicht so, dass es so lange dauert. Mit Sicherheit, ja. Ja, es ist halt ein Spezialevent wahrscheinlich. Du kriegst, habe ich schon was Cooles dafür. Markus, du bist hier auch gleich als nächstes dran oder bist du schon weg? Ich habe mich jetzt schon auf Respawn gedrückt. Und ich werde einfach mal locker 1,2 Kilometer weit weggespawnt. Geil. Jetzt ernsthaft?
Lass mich zu Kev spawnen und zack, bin ich erstmal. Ich würde sagen, ich bin hier, hab mich aber auch weggespawnt. Ich stehe über euch jetzt quasi. Granate, aufpassen! So. Dann wäre hier die nächste. Wäre die nächste Mission hier? Das dauert noch einen Moment hier. Treffen Sie ihn und finden Sie heraus, was er weiß. Da ist irgendwo nur einer. Jetzt wäre ich hier bald. Oh. Ein Dreck sagt weniger. Sehr schön. So. Haben wir hier nichts mehr, ne?